müsste gleich mehr Licht von vorne kommen. Dann geht auch der Schatten hoffentlich weg. Good morning. This is Women at X. We don't want to die in hospital. Bonjour, monsieur, dame. C'est des femmes et des œufs. On ne veut pas mourir à l'hôpital. Guten Morgen, Frauen und Eisprung. Wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Gegenüber in der Tanne sitzt eine dicke Taube. Die Schwalben habe ich heute leider noch nicht gesehen. Naja, vielleicht kommen die noch. Der Kamin raucht. Ich habe es schön warm in der Wohnung. Es geht um das Thema Arbeitsrecht. Ich habe angefangen, den Beschluss 11 aus dem Arbeitsgerichtsgesetz zu lesen und ich bin bei 4 angekommen. Okay, vor dem Bundesarbeitsgericht und dem Landesarbeitsgericht müssen sich die Parteien außer im Verfahren vor einem Beauftragten oder ersuchten Richter und bei Prozesshandlungen die vor dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle vorgenommen werden, können durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Okay, was heißt das jetzt genau? So, ich drehe schon mal die Mütze rum. Mehr sage ich dazu nicht. So. Also, man muss sich vor dem Bundesarbeitsgericht und dem Landesarbeitsgericht grundsätzlich vertreten lassen, außer im Verfahren vor einem Beauftragten oder ersuchten Richter. Außer im Verfahren vor einem Beauftragten und ersuchten Richter, zu gut Deutsch, wenn man einen Richter beauftragt, und das macht man, wenn man in die zweite Instanz geht, normalerweise durch Beschwerde oder Revision, da muss man sich nicht vertreten lassen, sonst immer. Das heißt, wenn man Beschwerde oder Revision einlegt, muss man sich beim Landes- und Bundesarbeitsgericht nicht vertreten lassen, sonst immer. Schwieriger Paragraph. So. Wichtig ist, dass man bei dem und aufhört, weil dann wieder was Neues aufkommt. Ich glaube aber, das, was danach kommt, ist auch noch außer die Ausnahme. Also, dann gehört das danach. Also, bei Beschwerde oder Revision muss man sich nicht vertreten lassen. Und bei Prozesshandlungen, die vor einem Urkundenbeamten der Geschäftsstelle vorgenommen werden können. Ansonsten immer. Zu gut Deutsch, wenn ich zum Landesarbeitsgericht gehe und mir ein Duplikat des Urteils ausstellen lasse von einem Urkundenbeamten, brauche ich keine Vertretung, zum Beispiel. So verstehe ich das gerade. Weil wenn ich da die Rechnung bezahlen will, ich weiß nicht, ob man bei einem Urkundenbeamten die Rechnung mehr zahlt, ich glaube, die zahlt man in der Kasse.
Er hat ja noch nie eine Rechnung bezahlt. Als Bevollmächtigte sind außer Rechtsanwälten nur die in Absatz 2, Satz 2, Nummer 4 und 5 bezeichneten Organisationen zugelassen. Absatz 2, Satz 2, Absatz 2, Satz 2. Das sind Personen mit Befähigung zum Richteramt und Streitgenossen. Aha, man muss eine Befähigung zum Richteramt haben und Streitgenosse sein. Und man darf... sich nicht vertreten, wenn das im Zusammenhang mit einer entgeltlichen Tätigkeit steht, durch diese Leute. Was wir Satz 2, Nummer 4 sind Gewerkschaften und Vereinigungen, so, und Nummer 5 sind juristische Personen, das ist das, der Teil, wo die Gewerkschaft jemanden anstellt und sagt, das ist unsere juristische Person, da muss die ganze Gewerkschaft für dessen Scheiße haften. Diese müssen in Verfahren vor dem Bundesarbeitsgericht durch Personen mit Befähigung zum Richteramt handeln. Das heißt, vom Bundesarbeitsgericht braucht man jemanden mit Befähigung zum Richteramt. Ansonsten darf man da nicht auflaufen. Befähigung zum Richteramt heißt in dem Fall, man hat zwei Staatsprüfungen abgelegt und die sind an einem Landesgericht, einem Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit dokumentiert. So, ich kann die Mütze wieder umdrehen. Eine Partei, die nach Maßgabe des Satzes 2 zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten. Satz 3 bleibt unberührt. Okay. Satz 3 ist der, wo das Gericht die Leute zurückweist und die so lange, bis die zurückgewiesen sind, zurückgewiesen worden, da arbeiten dürfen. Das ist auch so eine Konstruktion, die ich so dermaßen fragwürdig finde. So, jetzt sind wir bei 5 angekommen. Oder in diesem Fall Satz 5, der aus mehreren Sätzen besteht. So. Ich muss da erst wieder reinkommen. Ich habe lange nicht mehr in so Gesetzbüchern gelesen. So, das soll natürlich hier auch wieder länger als 20 Minuten dauern. Schönen Gruß an die juristischen Fakultäten der Universitäten. Richter dürfen nicht als Bevollmächtigte vor dem Gericht auftreten, dem sie angehören. Richter dürfen nicht als Bevollmächtigte vor dem Gericht auftreten, dem sie angehören. Ehrenamtliche Richter dürfen außerdem, außer in den Fällen des Absatzes 2 Satz 2 Nummer 1, nicht vor einem Spruchkörper auftreten, dem sie angehören. Okay. Ah, das ist jetzt Absatz 5. Und Satz 2 ist der mit dem Befähigung zum Richteramt und Streitgenossen.
Nee, Nummer 1 sind volljährige Familienangehörige. Und Nummer 2 ist durch ein Komma abgetrennt. Also Absatz 2, Satz 2 gibt es Nummer 1, das sind volljährige Familienangehörige, und Nummer 2, das sind Personen mit Befähigung zum Richteramt und Streitgenossen. So, jetzt. Ich weiß nicht, was dann Nummer 4 und 5 sein sollen. Satz 4 und 5, also 4 zum 5. Naja. Man soll es, glaube ich, gar nicht ganz verstehen. Habe ich schon mal gesagt, dass das Arbeitsgericht wirklich das absolute Gaga-Gericht ist. Ich trete auch regelmäßig vor einem Vorsitzenden. Das Wort Richter wird in der Ladung gar nicht erwähnt. Ich finde schon das Wort Ladung daneben. Aber egal, wir sind hier in Nordrhein-Westfalen und El Fascismo Adelante. In der Verhandlung können die Parteien mit Beiständen erscheinen. Beistand kann sein, wer in Verfahren, in denen die Partei den Rechtsstreit selbst führen könnte, als Bevollmächtigter zur Vertretung in der Verhandlung befugt ist. Aha, das Gericht kann andere Personen als Beistand zulassen, wenn diese sachdienlich ist. Wenn die sachdienlich ist und hierfür nach den Umständen des Einzelfalls so, das mit dem Beistand ist wichtig. Ich habe nämlich gesagt, dass ich möchte, dass mir auf Kosten des Landes NRW ein Anwalt an die Seite gestellt wird. Ich will aber nicht, dass der Beistand ist, weil der dann für mich als Bevollmächtigter zur Vertretung in der Verhandlung befugt wäre. Ich will aber gar nicht durch den vertreten werden. Ich will das selbst entscheiden. Deshalb gibt es hier drum wahrscheinlich Streit. So, das heißt, ich markiere das mit meiner Schrift. Dass ich nochmal nachgeguckt habe. So, dann wären wir bei Paragraph 11a angekommen.
Beiordnung eines Rechtsanwalts, Prozesskostenhilfe. Die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Prozesskostenhilfe und über die grenzüberschreitende Prozesskostenhilfe innerhalb der Europäischen Union nach der Richtlinie gelten in Verfahren vor den Gerichten für Arbeitssachen entsprechend. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt zur Vereinfachung und Vereinheitlichung des Verfahrens durch Rechtsverordnung. Hier ist wieder mal so ein Paragraph, der durch Rechtsverordnung geändert werden kann. Mit Zustimmung des Bundesratsformular für die Erklärung der Partei über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse einzuführen. Also per Rechtsverordnung können solche Formulare eingeführt werden und es steht sogar im Gesetz und ja, nee, da wird der Paragraph nicht mehr geändert. So, habe ich mich gerade vertan. Kosten. Ich guck mal gerade. Paragraph 12 Kosten. Wie viel Zeit habe ich noch? So viel ist es nicht mehr. So, mache ich mit Paragraph 12 dann weiter. Ich bin froh, dass ich mit 11, ich bin schlauer geworden, weil ich bei 6 weiß, dass das Ärger geben kann. Und wenn ich einen Rechtsanwalt an die Seite gestellt bekomme, der unter Umständen mit einem Klemmbrett im Zuschauerraum Platz nehmen muss. So. Ja. Na, heute Nachmittag vielleicht wieder. Ich habe die Aufstellung für die Steuererklärung weitestgehend fertig. Da muss ich nochmal ran und kann dann anfangen, die Bögen auszufüllen. So viel werde ich nicht wieder bekommen. Ich habe kaum was verdient in letzter Zeit. Also, ich bin der Meinung, ich mehr verdient hätte, aber ich habe kaum was bekommen in letzter Zeit. Ja. Mal gucken, wie das weitergeht. Noch habe ich ein bisschen Geld. Ja. Was sagt die Eieruhr? 2 Minuten. Ich möchte noch mal sagen, dass ich das Vorsorgehandbuch besser finde als das Buch zur Patientenverfügung.
Außerdem wollte ich unbedingt an das externe CD-ROM, DVD, was weiß ich, was Laufwerk denken, um auf die, in die CD vom Valhalla Verlag reingucken zu können. Ja. Und ansonsten, ich habe Internet nur bei meinen Eltern zu Hause, wo der Schreibtisch steht. Deshalb kann ich auf dem Raspberry Pi hier nur übers Handy einen PDF-Reader installieren, der ist da nicht standardmäßig drauf. Dann müsste ich die CD eigentlich auch mit dem Raspberry Pi benutzen können. Mache ich wahrscheinlich. Ja, lauter spannende Dinge zu tun. Ich habe da auch so ein Pi Glow Dingsbums drauf. Wollte ich mir eigentlich auch noch angucken. Dann leuchtet der. Ist ein schönes Holzgehäuse. Ich kann das mal gerade zeigen. Ich muss das mal alles ausstöpseln. Ich finde ja, dass dieses Holzgehäuse mit Acrylglasdeckel oben und unten. Hier, so sieht das aus. Wirklich das Schönste ist und das Niederne, was ihr da seht, ich mach das kurz, ist der Pi Glow. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich Werbung dafür machen. Das Gehäuse ist von pimaroni.com und die haben als Logo einen Piraten und der ist auch auf dem Pi Glow drauf. So, der passt auch genau in dieses Gehäuse rein. Ja. Was halt wirklich dann schade ist, ihr könnt diese GPIOs, General Input und Output, General Purpose Input und Output, jetzt habe ich es wieder, GPIO, dann nicht mehr benutzen, weil da Acrylglas drauf ist, da sind aber noch ein paar frei. Der passt auch genau da rein. Und er deckt den unanständigen Prozessor. Man kann da nicht mehr drauf gucken. Tschüss.